So, und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Moment, Musik. 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 Ah, da ist Musik. Ja, wir waren beim Lagerhausbau und ich mach mal eben kurz was in Optionen. Und zwar das. Ich habe mich dazu entschlossen, weil ich halt meine Folgen doch ein bisschen angucke und dann festgestellt habe, dass ich einfach zu unvorsichtig bin. Ich muss das wieder lernen, einfach wieder vorsichtig durch die Welt zu laufen und vor den Monstern etwas Respekt zu haben. Vor den Monstern Respekt zu haben. Fängt ja wieder mal gut an hier die Aufnahme. Hallo, ich bin mein Lagerhaus. Lagerhaus, bitte. Geh doch mal weg. Oh oh. Oh oh. Da ist nichts. Warum leckt denn das jetzt? Ich lade nebenbei die Folge 51 und 52 hoch. Ja. Faserlicht, Dynamit, wie es aussieht. Müsste ich öfters machen. Und wir gehen erstmal pennen. Die Aufnahmen beginnen und es wird schon wieder Nacht. Na toll, na klar. Natürlich, mach doch. Komm her, du blödes Vieh, du. Ach nee. Haha, die Aufnahmen beginnen da wieder sehr gut. Ein feucht fröhliches Erlebnis. Komm, explodier. Explodier. Du doch nicht! Der! Mann! Alter! Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier nur noch Creeper sind. Ich bin nicht so erfreut drüber. Und im Hintergrund dudelt wieder die Musik von Kronk. Ich habe noch nichts dran gemacht, muss ich mal so ehrlich sagen. Weil, ja, es ist halt der nächste Tag. Was ist das hier eigentlich? Seht ihr das? Meine Maus? Seht ihr meine Maus? Ich glaube nicht, ne? Enderman? 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 Wo ist der Enderman? Weg. Okay, wir wollten Lagerhaus weiterbauen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen werde. Ja, Inventar ist du so, vielleicht mal so eine Inventarschlampe. Mein Inventar ist prinzipiell, egal wo ich bin, immer voll. Ich gehe mal eben hier runter auf das Dach. Enderman! Warum legst du da Erde hin? Mann. Der Blöde macht's schon weg, ich weiß schon. So, und jetzt können wir hier noch ein paar Cobblestone hinsetzen. Das muss auch weg, die Säule hier. So, dann können wir hier den hier machen. Das kann bleiben. Ja, die Creeper nerven schon extrem. Ja, so irgendwie langsam. Überall ist alles voll Creeper. Überall, egal wo man hingeht, man muss erstmal Creeper klopfen. Oder wird in die Luft gesprengt. Finde ich überhaupt nicht so toll. Und ich habe gerade wieder geguckt, ob Aufnahme läuft und Traps an ist. Und ja, Aufnahme läuft, Traps an ist vor allem. Mikrofon an ist und Traps läuft. So rum. Ja. Ne. Bauen wir erstmal hier zu. Zu. Dann machen wir mal hier. Ach, das steht ja auch noch. Mann. Leck mich doch am Arsch. Ach so, okay. Ach man, jetzt habe ich das falsch abgebaut. Egal. Mit mir. Mit mir. Ich hätte es ja so einfach, aber ich mache es mir so schwer. Ach manu. Deprimierend irgendwie. So, jetzt durfte eigentlich nichts mehr am Weg sein. Erstmal. Bauen wir hier mal noch dicht. Haben wir ja vergessen, wie es aussieht. Wieder mal Pfusch am Bau da hier. Dann könnten wir mal noch ein bisschen Sand hier an die Wand klatschen. Ich frage mich übrigens gerade, klingt jetzt vielleicht wieder blöd, aber ich frage mich gerade, wie viele Videoaufrufe dieses Video hat. Dann später mal. Weißt du, dann wenn es rauskommt. Keine Ahnung, ein bisschen mehr Zuschauer oder so, die sich unterhalten fühlen bei mir. Oder wie es heißt, wie auch immer. Ja, würde mich jedenfalls interessieren. Das interessiert mich eigentlich immer. Ich bin irgendwie so... ja, wie viele Leute finden mich... Also ich will nicht sagen toll, aber... wie viele Leute gucken meine Videos an? Das heißt, wie viel... Na, ich sag mal so, ich bin ja eher so ein schüchterner Mensch. Also will ich mal so ehrlich sagen. Kommen selten aus mir raus und bla bla bla, ist ja auch egal. Aber ja, ist halt dann interessant. Ich mache Let's Plays, das verträgt sich eigentlich gar nicht so richtig.
glaube ich zumindest, Let's Play machen, weiß ich, hunderte Zuschauer begeistern oder auch nicht. Und dann, ja, in Real Life. Oh. Okay, die Monster hauen ja sehr rein. Aua. Da haust mir gleich den Helm weg. Ich glaube, okay, ich muss erstmal wieder. Was hatte ich vorhin gesagt? Ich muss erstmal lernen, wieder die Monster zu respektieren. Das werde ich langsam wieder lernen, wie ihr seht. Also ich bin ja schon fast tot. Fast 12 und fast tot. Haben wir Fleisch, 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 Fleisch. Nein. In Höhlen kann man ja drüber. Ach so, hier. Ja, okay. In Höhlen kann man ja. Ich wollte jetzt sagen, drüber reden, aber kann man ja drüber nachdenken, die Monster wieder auf normal zu stellen, weil ja die Monster etwas härter sind. Also mehr, meine ich. Als da hier. Ja, aber ich denke, das ist mal eine ganz gute Abwechslung im Gegensatz zu anderen Let's Plays, die auf einfach spielen oder normal. Also ich habe nichts gegen die oder irgendwas, aber ich wollte Sand mitnehmen. Ich Idiot. Ich habe nichts gegen die, aber ja, wer macht sich freiwillig viel schwerer, als es eigentlich ist? Sand, Sand, Sand. Ah, Sand. Stein. Hm. Sand, Sand, Sand. Hä? Bekloppt oder was? Ich will jetzt Sand haben. Ich glaube oben. Ah, ja, sorry für das Hin- und Herlaufen. Obwohl, das können wir auch dann machen, ganz ehrlich. Es ist ja jetzt ein. Lass mich doch mal rein, du scheiß Tür. Mann. Ja, es ist ja nicht so wichtig, jetzt erstmal das Dach zu machen. Also schon wichtig, aber nicht so wichtig. Dann wollte ich hier. Ach man, ich weiß nicht, wie ich das aufteilen soll, so richtig. Ich hab's meiner als Showwelt schon halbwegs hingekriegt, aber ja, hier bin ich irgendwie unzufrieden, weil hier hatten wir den, ich nenne es mal Druck oder das Bedürfnis, das schon ziemlich perfekt zu machen. Weil es halt doch ein Let's Show ist. Ja. Finde ich irgendwie, ich sag mal, schade. Also auf der einen Seite schön, aber auf der anderen Seite schade. Hm, ich weiß auch nicht. Wie sieht denn das jetzt aus? Scheiße, oder? Ach, egal. Ich lasse es einfach erstmal so. Ja, jetzt habe ich hier die. Machen wir erstmal hier wieder weg. Ja, jetzt weiß ich, warum ich hier die. Huch, die Breite genommen habe. Also die. Länge des Feldes hier. Weil, wegen den Balken. Ja, soweit muss man erstmal denken. Bevor man überhaupt was baut, aber. Naja, ist ja egal, wir haben ja Zeit. Ihr schaut es euch ja anscheinend gern an. Hoffe ich. Ah, jetzt bin ich so. Ach man! Mann ey, ich brauche doch Clean Stone. Clean Stone. Stone of the Clean. So, hier. Schon, dass das hier noch nichts gespawnt ist. Ich habe gedacht, ich habe hier mit Steinziegeln gemacht, aber es ist ja Clean Stone, nicht Idiot. Ihr habt euch bestimmt schon alle an den Kopf gegriffen und gedacht, was macht der Idiot dort? Aber, naja. Ich hab's ja jetzt gemerkt. Sorry. Sorry. Machen wir erstmal hier ein Zäunchen. Wir können ja auch mal dann Glowstone holen und hier einen Glowstone hin tun. Sieht, glaube ich, ganz nett aus. Dann bauen wir mal hier noch hin. Machen wir mal noch da einen hin. Ach so. Zäune alle, okay. Bauen wir erstmal neue Zäune. Haben wir was drin? Drin, drin, drin. Okay, hier haben wir noch alles Glowstone. Okay. Sehr schön übrigens. Zäune ging so, okay. Und die Musik ist, glaube ich, etwas laut. Oder Ingame-Sound ist leise, ich weiß gar nicht. Ich muss da noch ein bisschen rumprobieren und mal merken, auf welche Lautstärke ich das gemacht habe. Und ich nehme immer noch nicht mit Outer City auf. Leider. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite. Ja, mir fehlt irgendwie. Ja, ich will jetzt sagen, die Kraft. Aber die Lust, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also, ich sag mal, das war ja eigentlich so geplant, ne? Hab ich so gedacht, ach komm, nach langer, langer Zeit des Überlegens, komm, machst du auch mal LPs, probierst du mal. So, und jetzt, danke dafür, aber ist egal. Ah, Sand. Stein. Okay. Wo ist denn das Totenholz hin? Bitteschön.
Ja, und dann wird es halt doch etwas öfters geklickt. Man hat halt eine kleine, aber feine Community, die einen da doch Tipps gibt oder die ja unterhalten werden will. Sag ich mal, also, ne? Bin ich auch froh drüber. Ja, und dann versuchst du es doch, obwohl du es gar nicht wolltest, etwas professioneller zu machen. Du willst eine Facebook-Seite und willst dann noch, weiß ich nicht, alles irgendwas noch, ach, keine Ahnung, sonst was haben halt, ne? Und dann musst du dann erstmal gucken, auf der einen Seite denkst du, ja, brauche ich, will ich, muss ich, auf der anderen Seite, mach die Arbeit, es ist zwar schön, die Arbeit, also, ich mach sie eigentlich gern, aber ich bin eher der, der spielt und nicht so rumprogrammiert, also nicht programmieren, aber so wie zum Dschungelholz, wenn jemand sich wundert, was ich hier mache. Dschungelholz vor allem. Dschungelholz, nee, ist vorbei. Ja. Ich bin eigentlich eher der, der spielt und einfach drauf los eimert oder was auch immer. Und dann hier rumzockt. Aber naja. Auf der anderen Seite, ich will schon mein Standort, oder wie soll ich das sagen, mein Let's Play etwas schöner gestalten, sage ich mal. Mir gefällt es schon so, wie es jetzt war, die letzten Folgen. Also hier mit den, zum Beispiel Folge 50 oder so. Das war schon lustig, ich musste selber mit mir lachen ein bisschen. Aber ja, es war halt nicht so, mit Musik wäre es halt sehr schöner gewesen. Und wenn man dann noch mit Audacity das gemacht hätte und. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, worauf ich hinaus will. Finde ich halt irgendwie auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen nicht dramatisch oder irgendwas, aber ich finde es dann doch ein bisschen naja, halt so komisch irgendwie. Weißt du, willst irgendwie nochmal kurz ein paar Let's Plays machen, mal schauen, ob jemand guckt. Und dann passiert sowas, dann gucken hier da wegen vor allem wirklich ein paar Leute zu. Ja, eigentlich macht man Let's Plays, um Zuschauer zu erreichen, aber bei mir war es eigentlich so, naja, ob ich jetzt zock oder, also alleine zock für mich, oder ob da jemand zuguckt, ist mir eigentlich egal. Da kann ich auch mal ein bisschen quatschen oder was. Ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt. So, dann habe ich halt damit angefangen. Wollte schon mal so kurz erzählen, wie das bei mir ist oder wie es zurzeit gerade bei mir ist. Ich will euch jetzt hier nicht irgendwie die Ohren voll sülzen, aber ja, irgendwie ist es doch schon ein bisschen anders, als ich mir vorgestellt habe. Aber auf der einen Seite auch wieder sehr schön. Also ich bin froh drüber. Was ist das denn hier? Ja, natürlich. Ja, bin ich jedenfalls doch etwas froh drüber. Und ich hoffe, es bleibt so, oder es wird besser, oder es wird mehr, oder auf jeden Fall hoffe ich, das wird nicht schlechter. Gerade hier Aufnahmequalität mäßig und alles. Das wäre jedenfalls sehr, 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 sehr schön. Genauso wie diese Welt. Dieses wunderschöne Biom. Dieses ach so tolle Dschungelbiom mit seinen Klippen und seinem Strand und seiner steil abfallenden Küste. Einfach wunderschön, dieses Biom. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Und die Musik trudelt auch noch. Die Katze bewacht uns vor Creepern. Das Bett steht einsam im Raum, in der Halle, oder whatever.